Ham-tam-tam, Schmürebröt, ham-tam-tam, Schmürebröt, ham-tam-tam. Ja, hallo, meine Fotzebärchens und Pingelingeling erstmal, ne? Das auch. Prost. Danke. Boah, ich hab ins Licht geguckt. So, ihr habt euch ja gewünscht, dass wir Schaschlik machen, ne, mit Reis und Bohnen und sowas. Zu welchem Film wir das essen, da könnt ihr ja jetzt mal überlegen. Wird aber noch nicht verraten. Schaschlik mit Reis und Bohnen? Ja, klar. Wo isst man das denn so? Außer in diesem kommenden Film. Ja, den ihr dann zu einem späteren Zeitpunkt seht. So, aber wir haben hier alles schon vorbereitet. Wir haben hier schönes Nackensteak. Ich hätte das ja gerne vom Metzger geholt, ne? Aber... Er ist ja nur vor zwei Wochen, oder? Ich wollte die Fleischlounge sagen. Das hört sich völlig falsch an. Fleischlounge, aber es hört sich ganz falsch an. Achso, in der Fleischothek oder wie das hieß? Hier nein, Fleischboutique. Fleischlounge, das ist also anders. Also kann ich nicht empfehlen. Man geht da rein. Man denkt, das wäre ein Metzger. Ein bisschen besserer Metzger, ne? Aber die haben da auch alles genau so abgepackt. Kostet dann halt nur 50 Euro mehr. Ja, deswegen haben wir ausnahmsweise kein Iberico-Schwein genommen. Oh, ausnahmsweise mal nicht. Aber Nacken, Schaschlik machen wir mit Nacken, den haben wir gekriegt. Pilze, Paprika, ein bisschen Zwiebelchen und Schärfe hast du auch dabei. Schärfe haben wir natürlich auch dabei. Und ich würde mal sagen, der kommt auch auf den Spieß, oder was? Ja, auch. Ja, in die Bohnen und. In die Bohnen und Dinge sagen wir noch hier Speckwürfel. Ach so. Boah. Ja, geil dafür. Hm. Und ich würde sagen, pack das mal aus. Klappt ja gut mit dem Messer. Muss das hier mal auspacken. Ja, klappt gut mit dem Messer. Ja, wie soll ich das denn auspacken? Mit einer Schere. Hier, nimm die Schere. Ja, doch gar keine. Wieder. Es gibt eine Schere hier, Maus. Ja, klar. Was? Natürlich gibt es die Schere. Da kriegt jetzt mein Telefon. Es gibt die Schere, die gibt es hier im Haushalt und auch bei einigen Damen. Bei einigen Damen, ah ja. Mhm. Das wären immer nur die aufs gleiche Geschlecht stehen. Nein, ja genau, das meine ich ja bei einigen Damen. Das sind die anderen. Dann habe ich das ja verstanden. Ja, ja, siehst du, du hast es verstanden. So war es gemeint. In diesem Haushalt regiert nur die Regie. So, wohin mit dem Fleisch hier? Ich hätte mir mal die Hände vorwaschen sollen, ne? Guck mal, du kannst das aber auch hier. Achso, ja, dann mach da. Wir machen einfach hier. Boah, links und rechts und jedes Mal, wenn irgendwas aus diesem scheiß Schrank geholt wird, kriege ich einen halben Herzen. Ich weiß nicht, dass das klappt, ja. So, ich muss mich immer wieder erstmal die ersten 5 Minuten eingrooven, wie ich hier stehen muss. Ja, das ist. Ich muss jetzt trotzdem ehrlich sein. Ich pack mal den Speck aus. Klappt. Ne? Warum läuft dein T-Shirt doch noch an? Alter. Also fast die Schere im Auge gehabt, weißt du? Ja, aber wir machen ja Schaschlik. Boah, das machst du aber echt liebevoll, zeig mal. Wutte. Was soll denn raus mit der Kacke? Du drückst das da so raus. Als wenn du ein Püppchen auspackst. Drück das doch nicht raus. Drück dann raus. Nein, das muss hier ordentlich geklatscht werden. Nein. Wo ist die Packung? Das ist so ein Müll. So, guck mal, das war das ja ekelhaft hier. Schöne dicke Pilzscheiben natürlich. Wie groß machst du denn die Würfel daraus? Welche Würfel daraus? Ja, für das Schaschlik. Oder wollt ihr jetzt ein paar Stücke alle so auf den Spieß packen? Einfach auf den Spieß, ja klar. Nö, so. So 5x5 Zentimeter. Der Kühlschrank muss hier weg. Das muss weg. Der Kühlschrank. Du willst doch nur den dann solo haben, ey. Ja. Die Schere würde ich nachher mal abputzen. Wegen. Stimmt, den Kleber brauche ich eigentlich auch noch für meinen Kühlschrank. Korrekt. So, geil. Guck mal hier. Vielleicht auch als Chewbacca. Who knows? Chewbacca in Kamu. Nee. Warum ist das schneidet wieder? Ja, da brauchst du aber einen großen Kühlschrank, genau, ne? Den Chewbacca. Ja, der ist ja. Nee, wenn dann hier den Han Solo sonst. So. Anderes kommt mir nicht ins Haus. Hier ist ja ganz nass, das hat. So, ich präsentiere hier mal das Fleisch. Es ist angerichtet. Toll. Fertig. Ja, nicht guten Appetit. Das ist ja jetzt deine Aufgabe noch. Was soll ich denn jetzt noch machen? Aber nicht mit der Schere, ne? Nein. Nein. Achtung, was hier weg mit dem Zackel. Ja, sofort. Jetzt mach ich dir nur die Schere auch wieder trocken. Das wäre nett von dir. Das wäre viel einfacher, wenn ich hier noch eine Leiter hätte auf dich gestellt. Und diesen Fleischsaft. Ja, wirklich, meine ich jetzt ernst. Hier, Kiste Bier, es stehen noch genug da. Das ist ja sehr wackelig dann, ne? Dann ist danach die nächste Folge Regie Goes Notaufnahme, ey. Ja, also ja, auch mal hier. Prostata, tiralala. So, was soll ich jetzt machen hier? Ich würde das mal folgendermaßen machen. Ich mach mal hier eins. Du kannst sie einritzen. Ritz sie doch einfach ein. Dann kannst du schneidest die gleich weiter. Dann weiß ich dachte, du reißt sie dann, wenn die eingeritzt sind. Klar, mit den Zähnen.
Ja gut, und dann viermal so oder was? Dreimal hätte ich gesagt, oder? Ja gut. Ja, dreimal. Hier einmal so. Soll man nicht erst die Silberschicht abmachen? Nein, die ist so gut für den Saft. Die Silberding ist so. Dann haben wir doch hier schon. Dann haben wir doch hier schon schön. Ist doch alles schon fertig. Das ist ja schon wert. Ach, shit. Ach, deswegen war der von der Pommesbude vorhin hier, der Typ, oder was, mit dem Riesenpaket. Das ist alles schon fertig. So, und jetzt haben wir natürlich hier noch Speck, weil. Natürlich. Den machen uns auch hier schön. Mit Mäuse fängt man Speck, oder wie? Mit Mäuse fängt man Speck, genau. Boah, das Messer ist aber hier auch. Ach doch, ich muss das einfach mal durchziehen. Ne? Zack, oh, das war die Fingerkuppe. Ach, jetzt mach ich doch vier, ich Idiot. Ja, egal. Ah. Die kleinen Stücke sind von Anfang. Was können der Sie? Der Spießes. Ja, siehst du doch. Ja, deswegen frage ich ja. Das ist doch hier auch wieder. Ey, hätte ich mal doch zerrissen. Ach, jetzt habe ich auch diese Silberhauten hier abgemacht. Nee, machst du nicht. Na gut. Was machst du hier jetzt? Schönes? Komm für uns. Den Speck schon mal schneiden. Specki Speck. Ja. Specki Messer, damit ihr so, weiß ich nicht, so zwei Stücke da noch drauf. Ich höre dieses Messer. Und mit dem Speck. Weil der wirft ja viel Flüssigkeit ab. Wird das bestimmt noch. Wirft der nicht vor allem viel Fett ab? Für die Soße am Ende? Ja, und viel, genau, und viel Fett für die Soße. Deswegen machen wir das hier mit dem Speck, weil. Die Würfelchen, die nehmen wir gleich schon für den Reis und so. Das ich dachte für die Bohnen. Reis und Bohnen. So, die Bohnen brät man ja an. Ne? Also bei mir dauert das eh noch 3 Stunden, weil das mit dieser Silberhaute, mit diesem Messer, das ist. Dauert das noch 3 Stunden? Ja, ein super Vergnügen ist das. Sehr ja, gut. Das war an dir. Komm, ich zeig's dir ja nochmal, wie schön das ist. Nee, jetzt bei einem Level von 1 bis 10, wie glücklich macht dich diese Aufgabe? Minus 12. Hm, hätte ich auch gesagt. Was? Ja, wirklich. Hätte ich original, ich hätte auch minus 12. Dieser Kack-Silber-Auto, ne? Das ist ja. Mentos und Cola halt. Ne? Ihr verbündet euch wieder. Das ist jedes Mal das. Ist da jedes Mal das. Vielleicht liegt das ja nicht an uns, sondern an dir. Ja. Ey, das ist echt scheiße mit dem Messer, Alter. Das geht gar nicht hier. Guck mal hier, diesen ganzen Scheiß, Alter. Den kannst du irgendwie essen, Alter. Dann mach das doch ab jetzt. Ja, geht doch nicht. Wie denn? Use the force, oder was? Das gleiche mit dem Scheiß. Aber eigentlich ist das ja gut, weil das könnte man dann noch mit anbauen, oder? Ja, das könnte er ja irgendwie geschmacksmäßig noch irgendwo reinschmeißen. Das ist eine gute Idee. Dafür dann weißt du. Aber eigentlich auch egal, weil wenn da so ein Stück ist, bei dir. Dann kaut man rum. Nee, dann spuckt man es einfach aus. Ja, meine ich ja, dann kaut man rum. Also ich glaube, der Film da. Wird ja auch nicht so geht's auf Tischetikette Wert gelegt. Nee, erstmal wird er nicht auf Tischetikette Wert gelegt und zweite Mal wird er auch im Staub und Dreck gekocht. Ja, also ist ich freue mich schon richtig auf den Film. Da hatte ich meine Hände vorhin auch so, aber ich würde sagen, wir schneiden das Zeug jetzt also mal fertig und gehen jetzt mal in die Werbung. Also bis gleich. Hier, Nummer 5, ist etwas für die Flucht. Die 5-Minuten-Terrine, Nudeltopf mit Gulasch. Genau Ihr Geschmack. Genau Ihr Geschmack. Wo ist die Serviette? Ja, und die Regie ist auch wieder am Start, vor der Kamera auch heute. Und die erklärt uns jetzt was? Wie man Paprika schneidet, wie ich Paprika also schneide. Also wie man das korrekt schneidet, ne? Nee, also damit keine mache. Kerne übrig bleiben. Ich finde das einfacher, wahrscheinlich so, verkackt es jetzt mal hier voll. Voll drauf. Das ist der Vorführeffekt. Okay. Ja, ich schwöre dir, das ist der Vorführeffekt. Ah, jetzt habt ihr keine mehr, ne? Ich hätte euch noch einen anderen Trick zeigen können. Einmal da. Da brauchst du nicht so viel schneiden. Also, aber wir stehen ja auch schon. Das ist ja auch schon. Ja, das ist schon gut. So, und jetzt einmal so. So ist die Körperspannung da. Ah ja, und dann sind die Kerne. Und dann sind die Kerne. Und dann sind die Kerne jetzt alle rausgeschält. Ja, guck doch. Die Kerne alle raus. Siehst du eine Kerne? Oh. Ja, Ja, guten Hunger. Tschüss. Ah, schmeckt toll. Er hat schon wieder aufgemacht. Du bist heute wieder gierig, ne? Ja, ich bin ganz schön aus der Puste vom schnellen Bier trinken. Kommt ja auf einmal leer. Ja, oh. Blätternass. Na sowas. Guck mal, das ist völlig außer Atem. Leute zu Hause an den Empfangsgeräten, Bier trinken ist Sport. Auch. Ja, ja, aber sowas von. Schönen Körper davon. So, jetzt spießen wir Spieße. Ich habe ja hier schon auch alles vorbereitet. Wir haben hier die Spieße. Wir nehmen einfach mal die aus dem Topf. Ne? Sechs. Mein Gott. Ja, ich renne mal ins Bild rein. Hier auch Volumen, du hast in die Linse reingestochen. Ja, ich bin ja jetzt nur noch einäugig, ne? Seit gerade. Sechs sollten wir uns denn das Fleisch.
das Fleisch gleich hier so hinstellen, dass man das auch sieht. So, darf ich jetzt sehen, wie das ohne Silber passiert? Ja, weil ich suche mir nämlich das ohne Silber Dings da. Nee, mach so. Das man ist kann hier, so. Du machst drei, ich mach. Okay. Okay. Habt ihr eine bestimmte Reihenfolge? Nö. Wie viele Fleischstücke sollen denn auf dem Spieß sein? Jetzt egal. Sechs Stück, weil du hast ja pro Stück Fleisch hast du ja sechs Meins. Stücke rausgeschnitten. Hätten wir die Regie nicht, ne? Und jetzt, ich hab direkt schon zwei genommen. Nein. Aber eigentlich muss doch der Speck neben das Fleisch, oder? Damit das nochmal so ein bisschen ex... Nee, ich mache immer so dazwischen. Echt? Mhm, okay. Damit die... Yes. Kann mich noch nicht entscheiden. Okay. Damit die Vegetables hier auch... Oder verbrennt die dann hier? Ich weiß es nicht. Verbrennt. Oh, wer hat das denn geschnitten? Hat die durchgeschnitten? Was nehme ich denn jetzt hier? So ein ganzes Pilzding hier? Yeah. Alter! Wenn du jetzt jedes Mal eine Geschichte zu jedem Spieß erzählst, wird das hier sehr lange. Hab ich euch damals erzählt, als ich mal in so einem Pilzwald übernachten musste. Was war da denn los? Jahrelang, ich weiß es nicht. So Pilzwald? Also so ein Pilzwald oder so ein Pilzwald? Bierwald. Bierwald solltest du mal hier finden. Ist das nicht einfacher, wenn du die leeren Spießchen aus der Hand nimmst? Boah, schon, ja, ne? Dieser. Ach so, die stören mich erst, die habe ich gar nicht gemerkt. Ich bin heute nicht, Merk schon. Mir selbst. Nicht on fire. Nee, ich mache mal so ein Stückchen mehr drauf. Hier mal. Guck mal, ich hab's zerbrochen. Das nehmen wir mal grün, ne? Aber deine sind gar nicht so farbig. Oh, ich hab den. Der sieht gut aus. Ja, schön dick. Ja, was kennst du dazu, wenn der Pilz geile Farbe hat? Nein, aber die grüne Paprika. Wer sagt das denn immer? Komm, aber das muss mit der Zwiebel hier, die Paprika. So. Da könnt ihr euch kreativ auch richtig auslegen. Also, wie hier, wie schön der Spieß aussieht. Da würde ich doch glatt im Extrablatt 13 Euro für bezahlen. Ja, der hat natürlich auch weitaus kleinere Würfel. Ohne Beilage. Das muss ich ja sagen. Natürlich ohne Beilage. Nur Schaschlik und vielleicht ein Stück Brot. Das hat sich übrigens irgendwie voll etabliert in diesen ganzen fancy Burgerläden, dass man dann einen Burger bestellt und. Noch Brot dabei kriegt? Nee, und das halt. Also für mich ist klar, wenn ich einen Burger bestelle, habe ich Pommes dabei. Ja, so. Ja, aber das ist bei ganz vielen nicht mehr, dass du die Side-Dishes dann nochmal extra zahlen musst. Extra bezahlen? Ja, nee. Und dann hast du da irgendwie 17 Euro und denkst, ja gut, ist halt schweineteuer, ne, so ein Burger. Und dann guckst du, kriegst nur den Burger und ohne Pommes oder irgendwas. Das finde ich ganz schön heftig. Das ist irgendwie leider Gottes relativ verbreitet. Also hier sind jetzt nur 5 drauf. 2, 4, 5. Ja, Pech, wir müssen abbrechen, das war's. Ja. Folge vorbei. Aber ich schließe mit einer roten Paprika ab. So. Ja, Entschuldigung. Genau. Was ist denn da los? Ich mach das nur hinter der Kamera. Das sind eigentlich meine Spieße. Ja, stimmt, da kann ich nicht ranzoomen. Ja. Ja, die ist schon gar nicht so doof, die Regie. Ha. Kannst ja ein Bild zumalen oder ein Emoji nehmen. Jetzt habe ich wieder was getan. Ja, mir Arbeit gemacht. Also, ja. Was ist das denn hier? Das ist der Speck. Aber das ist ja nur Fett. Ja, richtig schön. Ja, das ist Speck. Ach so, ich mache Speck auf Fleisch. Ja, genau. Na? Das finde ich auch gut. Gut. Das ist hier echt komisch mit diesem. Oh, da ist einer vom. Ja, vom Teller gesprungen. Natürliche Selektion. Achso, ich habe bis jetzt erst ein Stück Fleisch wieder. Und das Ding ist so. Sieht er schon? Guck mal hier. Ja, ich bin da nicht so. So, jetzt habe ich irgendwie mein dickes Stück. Oh, oder nicht? Oh, wow, oh, 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 da wäre auch beinahe runtergefallen. Aber mach die schön bunt. Ja, gelbe Paprika hätte da natürlich noch Kontrast. Zwiebeln nimmst du gar nicht? Ach, habe ich schon wieder vergessen. Ja, wie soll ich das denn machen? So. Guck mal, die kann sich ja so kreisen. Ach scheiße, ich wollte grün nehmen. Ich will meiner Rot-Grün-Schwäche, weißt du? Deswegen habe ich gesagt, nimm gelbe Paprika, weißt du? Welche Farbe hat dein Spieß? Grau? Ja, ich dachte, das wäre alles. Guck mal, das gibt's ja nicht, das ist alles rot, ne? Ja, das ist alles grün. Ja, machen wir jetzt mal weiter. Nee, unten ist auch nicht grün, da ist nirgendwo grün. Was? Rot. Ja, ich wollte oben ist grün. Ja, so schön. Ja. So, jetzt kommt hier noch so ein Pilz drauf. Nach dem Speck. Habt ihr euch denn auch beide die Hände gewaschen, bevor ihr das gemacht habt? Ja, natürlich. Ich war ja gerade schon wieder woanders. Da macht man keine Hände. Das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Achso, ich hab noch einen Spieß, ne? Ja. Okay, fangen wir mal hier mit dem Pilz an. Passt das denn alles zeitlich? Quatsch. Ja, wir haben, mengentechnisch meine ich. Ey, wir haben noch so viel einfach, so viel Fleisch. Aber das kann ich ja morgen für irgendwas anderes nehmen. Jetzt haben wir machst du einfach aufs Brot rum. So, da haben wir noch. Oder ihr macht einfach drei Spieße für jeden. Ja. Oh ja.
Bitte. Hey, Spieße für jeden. Aber dann ich habe heute noch zwei dicke Frikadellen gegessen. Also ich bin heute da eh auf. Das hast du heute? Ganz entspannt. Du, das wird nicht schlecht hier in dem Hause. Ja, da kann man doch bestimmt noch irgendwie morgen mal ein bisschen. Wenn der Minister mal so bepinkt nach Hause kommt oder so, dann freut er sich da auch schon mal. Also, kalten Spieß, die kannst du auch kalt essen, weißt du? Ja, Gemüse und so. Morgen werde ich. Was wollte ich denn jetzt? Wahrscheinlich nicht bepinkt. Naja, ich würde sagen, wir spießen hier noch mal ein bisschen Spieß und hier und Geschisse. Und jetzt kommt erstmal eine schöne Bierwerbung. Richtig, bis dann. Everybody drinks Kirin Lagerbiru. Zurück aus der Werbung, ich mache erstmal Klingelingeling, das ist ganz wichtig. Und jetzt haben wir hier auch die Regie am Start. Guten Tag. So was. Klingelingeling erstmal. Prostata. Aber ich erinnere mich da an so ein altes Kochvideo oder das Kochvideo davor. Da wolltet ihr nämlich was Spezielles haben. Und ich habe natürlich hier den Hammer, weil es ist Hammer-Time. Und dann machen wir einfach mal. Ich muss da jetzt durch, ne? Ja, klar. Piep, zack, Assi-Palme. Danke dafür. Ja, danke dafür. Aber es gibt ja schon die nächste Abstimmung. Oder nein, wenn das Video rauskommt, gibt es die Abstimmung vielleicht nicht. Aber man weiß es immer nicht. Immer Zeit- und Raumkontinuum. Da war aber irgendwas mit Yoga. Mit Yoga? Geil. Mit Yoga? Mhm. Aber ist so eine Assi-Palme nicht viel weiter oben auf dem Kopf? Das sieht ja aus wie ein Pferdeschwanz. Ja, eigentlich schon. Eigentlich sieht das aus, als hätte der Minister 1 und Minister 2. Lass mich doch einfach. Nimm doch nochmal den Hammer. So besser? Ja, ja. So, ja, okay. Das macht schon was her. Haben wir das mit der Assi-Palme auch abgehakt? Ich glaube, in der nächsten Werbe. Ja. Bisschen Misfits. Misfits, ja. In der nächsten Werbepause können wir die auch wieder wegmachen. Habt ihr das ja gesehen. So, du hast aber hier auch den Plan. Wir haben hier schön. Ich habe voll den Plan. Kann man das hier mal so zeigen, ne? Es sind ein paar mehr geworden als geplant. Die müssen wir jetzt natürlich scharf anbraten. Und du hast die Pfanne bestimmt schon heiß gemacht, so wie ich dich kenne. Wie immer. Heiße, nein. So. Oh, falsche Herdplatte. Viel Spaß bei den nächsten 5 Werbungen. Ja, okay, wir können. Ja, sollen wir das einfach machen? Sollen wir es einfach anbraten? Weil, was willst du sollen da? Sollen wir es einfach anbraten? Sollen wir es einfach anbraten? Du bist ja ein verrückter Typ. Ja, weil da passiert ja jetzt nichts. Wir packen das da rein. Naja, erstmal passiert nichts, weil du es nicht angemacht hast. Ja, aber das möchten die Zuschauer schon gerne sehen, ne? Wie das angebraten wird und so. Also der Bratprozess und so, wegen den Aromen, der muss ja festgehalten werden. Ne? Ja, schon mal das Öl da reingemacht und ja. Weil im Bräter sieht man ja nichts. Oder hast du eine Kamera im Bräter versteckt? Ja, sicher. Der präsentiert immer. Aha. Bräter GoPro. Heißt der Thorsten? Oh, das sind ja die Zwiebeln. Die hat von zu Hause mitgebracht. Ja, stimmt. Wir könnten aber schon mal hier, da sind die Reste, vom letzten Jahr. Die Restsachen drin. Wir können da aber schon mal Folgendes machen und ein paar Jalapenos reinkloppen. Ne? Die werden geschnitten. Ja, natürlich, weil wenn die in der Soße sind, dann will ich die ja nicht am Stück später essen. Hast du recht? Ja, ich weiß. Aha. Deswegen bin ich gerichtet. Eigentlich hat der Minister die auch vergessen. Die sollten ja auf die Spieße. Ne? Ja. Aber ist das nicht gefährlich? Macht man das auf die Spieße? Ich mache jetzt auch hier die Zwiebeln. Warum denn nicht? Echt? Nicht auf die Spieße. Also normalerweise ist Schaschlik ohne Jalapenos, aber wir essen ja gerne scharf. Ne? Ja, du vor allem. Ja, klar, I like the scharf. Ach, da ist das eine Gummi, das hier vom Brettchen kaputt. Oh, ich sehe nichts. Ja, deswegen das Gummi vom Brettchen, das reicht jetzt aber hier. Ne? Ja, dann kannst du ja von da aus. Okay, da sind so viele Jalapenos, wie ich auf dem Spiegel einmal. Ne? Hä? Ich habe nichts verstanden. Das Schneiden ist so laut. Sagst du, das sind so viele Jalapenos, wie ich auf einen Spiegel einpacke? Ja, das stimmt. Alter, krass, Spiegel, echt? Ja, boah, das ist aber hart. Die Geschichte ist ja die, seitdem wir uns kennen, hat sich ihr Jalapeno-Konsum vervierfacht oder so? Ja, stimmt. Woran liegt das denn? Weil die Dame Schärfe braucht, oder? Ja. Ja, das könnte aber nicht fürsprechend sein. Ja, nein, das ist das, was damit gar nichts zu tun ist. Man könnte das ja auch umdeuten, weil ich in anderen Bereichen jetzt eine andere Schärfe gewohnt bin, muss ich auch schärfer essen. So. Das ist, boah, wow. Ja? Ja, guck mal. Da gab's doch mal Lobpudelei, du, ey. Ich bedanke mich für diese Aussage. Das sind meine 100 Euro. Bingo. So,
langsam wird es hier heiß. Was? Ja, ich sollte Gehalt kriegen? Wir müssen uns mal aufhören. Achso, das muss ja auch mal rein. Ja. Hier, das sind die Reststücke von eben. Das, haben oh, das wir, sieht so richtig armselig aus. Das ist eigentlich. Das ist diese Silberhaut, oder nicht? Ja, ja, das trägt dazu bei, dass es ein bisschen saftiger wird. So. Mhm. Behaupten wir. Ja. Behaupten wir jetzt einfach mal. Schlimm. Oh, oh, oh. Ich was glaube, ist passiert? Mach mal mehr Öl. Mehr Öl? Meine Frau hat so einen komischen. Es könnte jetzt auch einfach verpuffen und dann so. Pff. Ja, hab da gehört. Dann machen wir, ja, hier, da einfach da reinschütten. Achso, du hast die Kelle ja eh da. Die Regie regelt jetzt mal den Verkehr und schärft das Brat an. Ich schärfe das Brat. Brät das scharf an. So. Sie schläft sich da mal rein, oder? Schlaf mich da mal rein, genau. Das ist ja hier, ich kann so, dann komm, ich film das mal von hier. Ja, 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 genau. Ja, guck mal von hier so. Ja, guck mal. Sehen wir das in der anderen Einstellung auch schön? Ja, guck mal, hier traumhaft in der anderen. Ich will ja euch beiden nur drauf haben hier, ne? Schön. Guck mal, wie schön das gemacht hat. Das hat mir ganz traumhaft. Ja. Du musst das jetzt hier abmachen, das ist ja. Wir gucken, nee, die Leute haben das, ja, haben das gewünscht. Wir machen das in der nächsten Werbepause. Na gut. Und die nächste Werbepause kommt ungefähr wann? 45 naja. Minuten. Ungefähr 4 Jahren. Nein, die kommt genau jetzt, weil danke, wir braten das nur ab. Tschüss, bis danke. Gleich. Was ist denn jetzt los? Fitness ist angesagt. Jogging. Und frischer Salat. Salat? Chefsalat, gekrönt mit meiner Soße. Mit vielen feinen Kräutern und Gewürzen. Mm. Und die hast du selbst gemacht? Mit ein bisschen Hilfe von Knorr Salatkrönung. Mhm. Mm, nicht schlecht. Oh, bin ich fit. Jetzt kann das Joggen ausfallen. Aber Chef, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mit Knorr bringt man gute Ideen auf den Tisch. Schönen guten Tag zu diesem Chaos-Kochen. Ne? Ihr wisst, mit der Regie und dem DSD... Wird immer witzig. Witzig und chaotisch. Hier, hör mal rein hier. Zu dritt, ne? Die drei Trinketiere. Prostata. Ich muss pumpsen, ich habe noch gar keine Bohnen gegessen. Nein, bestimmt nicht, du. Nein. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Soßenvorbereitung. Wir kratzen jetzt quasi den Rest aus der Pfanne für den Geschmack. Oh, kratzen finde ich gut. Hier ist das angebratene Fleisch, Öl, Zeugs. Dann machen wir jetzt mal hier das Wasser rein. Ich hoffe, das. Nee, geht. Das war gut, dass du es aufgemacht hast. Und jetzt kommt dann hier, ich gebe dir einen Löffel. Ja, Rinderbrühe rein, ne? Hier ist so ein Löffel, wenn ich ihn gefunden habe, ist wahrscheinlich schon vorbei. Okay. Ich mach einfach mit dem Finger hier. Oh, lecker. Ist ein bisschen hart, aber gut, okay. Benutzt sogar seinen Spezialfinger. Insider-Alarm! Ja, dann machen wir hier. Das ist zu. Nicht so. Ach, nicht sparen. Alter, das mit ist doch für 2 Liter. Okay. Nicht sparen. Ach, mit Moment, ich habe mir heute vorgenommen, nicht so viel zu meckern. Das habe ich schon wieder überhaupt nicht gemacht. Nö, ach, das ist ja kein Meckern. Nee, das ne? Ist ja, nö, das ist ja. Das ist nur, das nicht was? Nee, die Kamera ist hier. Achso. Ja, genau. Warte. Hier ist auch eine Kamera, ne? Könnt ihr sehen hier, wir haben das, wir lösen das jetzt hier mal. Aber dafür brauchen wir trotzdem. Jetzt mal Scheiße, bitte. Nicht mit die Metall in die beschichtete Pfanne. Weißt du? Kann man hier schön umrühren. Ah, ich glaube, wir können. Scheiße, ne? Das ist voll schwierig, dann alles zu filmen. Ja, ja. Ja, das ist. Man beachtet ja nie diese Kamera, die da macht. Ne? Ich würde das tatsächlich, glaube ich, so lassen, weil wir machen ja später noch Sahne da rein. Stimmt, das ist echt. Dann ist, die Sahne in der Schaschlik-Soße? Ja. Was habe ich heute auf der Autofahrt ohne gesagt? Kack, Alter. Was? Und wer fängt Sahne, an? Sahne geht ja, Sahne geht ja überall. Er fängt die Sahne geht ja überall, ne? So ein Sahnehäubchen und so mal. Und die Sahne in der Fresse und so. Nein, aber. Das ist aber. Aber das bitte. Das kann doch nicht euer Ernst sein, Alter. Sahne in der Schaschlik-Suppe. Oh, scheiße. Es wird immer schlimmer hier. Also, ja, wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen. Ja, was guck mal in Gommel, ist das eine, gut? Eine, ja, hier, hier ist ein Kühlschrank. Ja, das kennt man ja. Hier die Ingredienzien, ne? Was ist das? Ja. Was sind das? Pfefferkörner. Ich sehe doch nichts, ich hab die Bulle hier. Pfefferkörner rein. Ja, da ist ja auch noch kein Chili drin, ne? Wieso? Hä? Was hat denn das damit zu tun? Das ist wenig, ja. So, und jetzt, aber das ist ja alles verkocht, mach ich mal aus. Ist das Schlick? Ja, ja, aber guck mal. Ich weiß jetzt, wie schön das aussieht. Die hat gar keinen zweiten Griff. Ich wollte schon so beherzt da dran greifen. Die hatte mal einen zweiten Griff, aber... Boah, geh weg mit dem meisten Zeug, ja. Also. Ja, jetzt pass auf hier. Jetzt Explosion. Explosion. Jetzt so. Steht hier aber auf... Irgendwie. Ja, ja. Und das Gerät. Gut, dass ich Stahlschuhe an habe. Was mach ich denn jetzt? Oh nein! Nicht in den Spüldings da kippen. Ja, 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 warte. Ich hab das...
Oh Gott. Oh, es knallt. Da knallt es. So. Ich würde. Letztens hat es bei mir so im Röhrenfernseher geknallt. Da habe ich aber ganz schnell alles ausgemacht. Aber du hast ja. Oh nein, wie geil. Oh, auf der Festplatte, auch auf der Festplatte, auf der Herdplatte. Ach so, ich dachte, das Telefon. Nein, mein dein Fernseher. Aber du hast so einen guten netten Kommentar gekriegt von einem alten Radiofernsehtechniker. Der hat ja einen Tipp dazu gegeben. Echt? Hat er wirklich? Ja. Unser Gut aus Ewing. Sehr einfach reparieren können. Ja. Er hat einfach geknallt und dann kommt da hinten Dampf raus. Das riecht ganz schlimm und das ist ja aber Dampf, das riecht an so ein Zeugs da halt und so, das ist, liest dir mal die Kommentare durch. Ne? Ach scheiße, habe ich gar nicht mitgekriegt. Entschuldige, zwei Tage her oder so. Ah, entschuldige, wenn ich das nicht gelesen habe irgendwie. Ja, mittlerweile schon. Das sieht doch gut aus. Jetzt guck mal hier. Weil das zeigt die andere Kamera ja nicht. Ah, wie schön, muy bien, muy bien. Das riecht geil. Muy bien. Es riecht jetzt auch schon echt gut. Es riecht schon echt gut, ne? Und jetzt machen wir hier mal Klappe auf und dann kommt das da rein. Kannst du ein bisschen weiter runter machen? Ich möchte gerne meine... So. Ah ja, film mal schön. Nicht, dass wieder... Hä? Was ist das? Hey, kommt der da unten? Ist doch scheißegal, ist so Umluft oder nicht? Ja, ist Umluft. Ja, und was Umluft? Macht Umluft? Umluft. Umluft. Genau. Umluft. So, jetzt ist das da drin. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Ich würde mal sagen, so 45 Minuten. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wie lange die da drin sein müssen. Wie viel Grad hast du jetzt? So 180. 180.000? 180.000! Geil. Hier kommt die Sonne. Ja. Emerson Brady von Terra nach Sol. Er ist der erste Mensch auf der Sonne. Berühmter Kassierer-Song. Der kennt Sachen, ne? Mhm. Ja. Ja, jetzt muss das da drin so, weiß nicht, 45 Minuten, 33. Dann sind wir auf, 45 sind wir auf der sicheren Seite. 45 sind auf der sicheren Seite, ne? Ja, und warte, minus 15 für den Reis und die Bohnen, das heißt, wir haben jetzt eine halbe Stunde. Länger kocht das nicht, Reis und Bohnen. Nee, eine Viertelstunde Reis und Bohnen. Wie hat er das denn jetzt gesagt? Länger kocht das nicht, Reis und Bohnen. Das war eine seriöse Frage, eine ernsthafte Frage. Ach so, ja, nee. Nein, Dschungelcamp DSD, dann Reis und deine Bohnen sind dann fertig. Ich kenn's halt nie anders. Ja, 15 Minuten für Reis und Bohnen halte ich für äußerst realistisch. Ja. Also eine halbe Stunde Werbung jetzt. Ja, tschüss. Ich kann euch eine halbe Stunde noch aus dem Dschungel erzählen, wenn ihr wollt. Ja, bitte. Ist ja richtig mexikanisch. Frisch aus der Pfanne. Würstchen und Knorrpfanne al Gusto. Und die Bohnen? Sind schon drin. Aha, Knorrpfanne al Gusto. Vater kommt später. Hallo, Liebling. Tag. Das ist mexikanisch. Oh, das war mexikanisch. Soll ich dir noch eine Pfanne machen? Ja. Oh ja. Essen mit Lust und Liebe. So, zurück aus der Werbung. Liebe Regie, was machen wir denn jetzt? Wir werden jetzt den Reis vorbereiten. Spannend! Reis! Spannend, es Reis. Gibt Reis, Baby. Baby. Ja. Baby, Baby, ich koche für dich ein einziges Mal. Ab morgen bist du dran. Sieh mal deine Hände, sie sind kleiner als meine. Stimmt. Damit kommst du besser, ich stecke zu putzen. Die Verbindung ist ideal. Pingelingeling. So, das gibt jetzt erstmal einen GEMA-Strike. Geh. Helge. So. We love Helge. Ich möchte. Ja, okay, ich übergebe jetzt einfach mal an Sie das. Nee, machst du nicht, weil du musst mir die Schere geben, weil immer wenn ich dieses Aufhängeding anfasse, fällt das komplett runter. Ne? Ja. Das habe ich schon mal erlebt. Da ist es aber nicht dir passiert, sondern dem Herrn Minister. Da bin ich auch noch. Du hast mir gesagt, hier ist das noch nicht passiert. Echt? Habe ich jetzt das verraten? Das denn passiert? Ey, da bin ich nach 10 Minuten oder einer Viertelstunde nach Hause gegangen, weil das war richtig übel. Das müssen wir mal stoppen, weil. Nee, müssen wir nicht. Da ist der Minister richtig ausgeflippt, ja, Alter. Da habe ich dir das erste Mal in ganz hardcore. Du hast zu mir das gesagt, war gruselig. Das ist noch nie passiert. Das passiert immer nur bei dir. Ja, wir waren ja auch hart betrunken, damit das vergessen haben. Und hat das extra verbrannt, verdrängt. Naja, egal. Okay, komm, jetzt habe ich wieder was getan. Manchmal habe ich mal eine Fuß. Wir kommen jetzt zum Reis. Wir brauchen eine Tasse. Warum nehmen wir nicht diese wunderhübsche Godzilla? Tasse. Dö, 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 dö. Und warum nehmen wir nicht diesen wunderbaren Ja-Reis? Ja. Wo hast du denn diesen Reis gekauft? Bei Rewe. Wann? Heute. Ehrlich? Ja, mit die hier.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Oh, das kann das, 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 also wenn das bis hierhin durchgehalten habt, ne? Dann Chapeau. Ich guck mal in die andere, Kamera, ob das mal, hier sieht. Ja, ja klar, hier sieht man in der anderen Kamera, wie die Energie hier schön den Reis. Ach so, habt ihr da auch. Hier, diese Kamera hier. Ach, die geht jetzt auf die Tasse. Hast du nicht gemacht, ne? Hast du nicht gemacht, ne? Nein. Ich hab hier irgendwas auf Video. Nein. Ja, aber heute, heute sind wir ja zu dritt. Hier. Normalerweise ist eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser für uns beide genug, aber ja, heute müssen wir so anderthalb Tassen machen. Nee. Ja, ich, wie gesagt, ich, nee, bin, so ich spiel auf Picadillo heute. Ja, aber für drei Leute, ne? Ja, für drei. Ja, ja. Ja. Wenn du mein. Schöne Grüße raus an Jay aus Mal, sag ich mal. Ja. Prostatatiola. Jetzt erlaubt er sich auch wieder zu rülpsen, weil er ist ja hinter der Kamera. Ja. Das habe ich ja abgeguckt von der Regie. Hier geht's aber ab. Erklär den Leuten mal, was wir jetzt hier machen. Oh, der Rauchmelder, Du machst wirklich Butter. Ich, Reis und dann schmeißt du den Reis da rein. Der wird jetzt glasiert. Kannst du mir bitte mal das Umrührding geben, weil ich möchte nicht da drin. Nein, das da brauche ich. Das hier? Ja. Ich sehe gar nichts mehr. Alter, das ist ganz hart. Danke. Guck mal, mach, ey, dann rauch mal, da geht 100 Pro jetzt gleich an. Aber ich habe hier schon. Ich hab's doch schon aufgemacht. Guck mal, da bin ich ja nicht. Das ist aber wirklich ein bisschen traurige Entwicklung hier, aber das kennt ihr ja. Hast du eine Leiter hier? Was? Hä? Leiter oder Leiche? Ja, noch nicht, aber eine Leiter, um den Rauchmelder gleich abzunehmen. Ach stimmt, oh, das finde ich aber gut, wenn hier der Rauchmelder angeht, weil sonst, wenn wir bei mir kochen, geht der immer an, wenn du da bist. Ne? Ja, das hat er ja drauf. Das halte ich für ein Gerücht. Nö, das stimmt. Aber jetzt wärst du ja verantwortlich. So, aber jetzt guck mal hier, da wird der Reis nämlich so ein bisschen angebraten. Mal hier aussehen kann. Ja, der Reis wird mit der Butter angebraten. Ja. Okay, und dann kommt erst das Wasser rein. Ja, und du könntest mir, weil du ein guter Assistent bist, vielleicht einmal das Wasser reichen. Mhm. Weißt du, der kann dir das Wasser reichen? Klar. Nein, das kann ich nicht. Doch, das kann er. Das kann ich nicht. Doch, das kann ich. Die Regie ist einfach number one irgendwie. Dankeschön. So, jetzt. Ich habe aber ein bisschen voll gemacht. So, gedacht, das ist lecker, ne? I told ya! I told ya! Meine Damen und Herren, leider haben wir eine kleine Panne. Wir hoffen aber, dass es gleich weitergeht. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wenn nicht das Feuerwerk kommt, das sind nämlich die Rauchmelder, die jetzt haben wir wieder gar nicht erklärt. Wir wollen den Leuten ja auch erklären, wie man das richtig kocht, damit die das zu Hause nachkochen können. Und vielleicht also am besten macht man auch die Abzugshaube an. Ach so, ja. Aber jetzt ist egal. Jetzt geiler ist Findung auch sowas, ne? So, jetzt hat man da. So, jetzt muss man aber das wieder hochstellen. Genau, aber jetzt muss ich ihn noch wieder hochstellen. Ja, weil gar nichts jetzt, ne? Wir brauchen ja die Kochen. Und dann, die Kochen. Die Kochen. Der kocht jetzt einmal hoch. Salz habe ich schon reingemacht. Ja. Und dann ist der richtig schön. Ja, der wird richtig gut. Der ist dann so ein bisschen fettiger und so ein bisschen fluffiger. Mmh, lecker, lecker. Oh, I like. Lecker, lecker, lecker. Ja, aber der kommt ja noch in die Bohnen rein, weil ja, wir essen ja Reis. Dass das gemischt wird, dass wir kein Drei-Komponenten-Essen haben, sondern nur ein Zwei-Komponenten-Essen. Ja. Hatten wir sonst immer drei Komponenten? Nee, hatten wir nie. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Zwei. Ich finde das zwar nicht gut, aber macht ihr. Ja, weil wir müssen ja auch den Film unterstreichen. Ich wusste gar nicht, was mit mir hier passiert. Was? Ich wusste gar nicht, was mit mir hier passiert. Ich wieso hab das voll dir vergessen. Ja, weil du sagst, es ist zu dritt. Ja, voll fressen. So, was? Was denn? Ja, ich hab das mit dem Essen nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Egal. Nein, drei Komponenten essen, das so. Drei verschiedene, nicht weil du. Kannst du nicht arbeiten. Nee, falls noch jemand eine Regie sucht. Wir gehen jetzt aber nochmal in die Werbung, weil das ist ja langweilig. Reis kochen will keiner sehen, ne? Hey! Also, ja, was denn? Tschüss, du Arschloch. Liebe Harald, kannst du mir nicht etwas von dir schicken? Deine Hemd mit der Parfum von letzte Nacht? Oder die Entchenbein, die du nicht aufgegessen hast. Und eine Flasche von die Bier, die so schön hat geprickelt in mein Bauchnabel. Schäferhofer Weizen. Prickelt länger, als man trinkt. Zurück aus der Werbung und jetzt seht ihr uns alle drei in einem Bild. Krass.
Neue Perspektive, ey. Oh mein Gott. Warum haben wir das nicht früher schon gemacht? Prost. Das ist eine gute Frage eigentlich. Warte mal. Ist ja eigentlich eine Frage, ne? An mich, weil ich bin ja die Regie und ich muss das planen. Ja. I failed. Ja, aber du hast das ja jetzt hier geplant, die ganze Nummer. So, was machen wir denn jetzt? Ich bin voll. Ihr macht jetzt Bohnen mit Speck und ich verkacke jetzt die Soße. Das klingt nach einem guten Plan. Also hier kann man ja auch schön sehen, was wir hier so machen. Wir haben uns das ja gut ausgesucht, ne? Weil Bohnen mit Speck ist einfacher. Ich müsste da nur einmal an den Herd. Oh Gott, jetzt. Die Herren einmal Platz machen. So, mit jetzt, den jetzt ist der Pelz ab. So. Hast du noch irgendwie so ein Geschirr? Ich bin da. Weil ich habe alles, was da rauszuholen. Ich verbrenne bestimmt die Griffel. Warum? Ist das schon durch? Ja, ich muss die Soße da raus. Ach ja, die Soße muss ja da. Ach, muss die Soße da. Jetzt kommt nämlich der Moment, wo die Regie hier schön die. Oh, jetzt geht's so. Ja, jetzt geht's wieder der Alarm. Oh, sei bloß vorsichtig, ey. Wo die Regie irgendwie. Das kannst du so nicht nehmen. Ich kann alles. Ja, das ist gut. Die Frau ist total feuerunempfindlich. Tu es oder tu es nicht, wa? Bei mir ist das ja eine Lehre gewesen. Ja, ja. So, man kann, keine Ahnung, hier kann man das wahrscheinlich nicht mehr sehen, aber wir haben natürlich, nimmst du deinen Kopf kurz zur Seite? Klar. Natürlich einen. Oh, wie viel Flüssigkeit? Oh mein Gott, man sieht das leider nicht. Oh, was ist das denn? Ja, hinten eine Kamera. Warte, ich mach einmal. Alles für die Kunst, was ich wollte auf einmal. Alter, ey, jetzt verbrenne ich. Ja, hier, alles für die Kunst. Du musst viel weiter zurück. Guckt euch das mal an, du musst noch. Oh Gott. Guckt da mal. Du musst das schräger halten. Ja, genau. Und wie das riecht, Alter, das wird richtig geil, das Schaschlik, ey. Das ist mega. Ich bin jetzt schon begeistert. Ach so, wir müssen ja auch arbeiten hier. Und die Bohnen in der Pfanne ja auch. Ja, genau. Kann man auch machen. Wir machen erstmal hier den Herd. Oh, hier. Das sieht aber sehr gut aus. Ich habe nur schon das falsche Bier. Eine Frage. Ja, bitte. Alles, was an Unrat daneben gefallen ist, lasse ich da einfach drin in der Pumpe? Ja, klar. Alles Geschmack. Ja, klar. Oh. Das kannst du auch aussieben gleich, wenn du diese Sotze machst. Das war jetzt mit der Gabel erstmal. Ja, der Minister hat ja bestimmt so ein Sieb. So, machen hier erstmal die Butter rein, ne? Butter. Oh, scheiße, direkt die Zunge verbrannt, ey. Boah, bin ich behindert. Fisch. Man holt's ja auch aus dem Backofen. Das ist ja in der Regel so heiß, ne? Das ist übrigens, möchte ich mal sagen, die, was du jetzt gesagt hast, diese Silberhaut. Ja. Und die schmeckt gut, sagst du? Ja, mach aber mal. Ultra heiß. Mal gucken, wie lange er drauf kaut. Ist echt schön verbrannt. So wie ich jetzt auf dem Stück Speck hier. Die Silberhaut kriegst du nicht. Alter! Ja. Was denn? Da verpasst du was. Nee. Ernsthaft? Diese komische scheiß Silberhaut. Ich dachte, die wergelt so, dass du da echt nicht durchkommst, oder was? Nein. Es ist kochend. Es ist wirklich kochend. Ja, das zergeht dir im Mund, Digga. Ja. Es lebt noch. Guck mal, wie das zappelt. Das zergeht dir im Mund und schmeckt richtig gut. Oh fuck, Alter. Ja. Oh fuck oder oh fuck? Langeifuck. Wartet. Ja, geil fuck. Muss ja immer. Achso, ja, die Regie muss hier jetzt mal, die Sauze. Muss aber ganz ordentlich. Ach, oh, und auch ordentlich im Küchenpapier. Das musst du auf jeden Fall in die Wäsche. Ja, das kommt dann in die Wäsche, ne? Godzilla muss ja auch mal gewaschen werden, ne? Margarina ist da drin. Zeig doch mal da deins. Nee, bestimmt nicht. Okay. Zeig doch mal. Das brennt schon hier. Zeig doch mal deine Zunge. Zeig doch mal deine Zunge. Komm, das wollen die Leute sehen. Wo sind die Bohnen? Da, vor dir. Links von dir. Ja, nimm doch die. Ja, wir nehmen zeig die mal. Wo sind die her? So, ja, hier. Hast du eigentlich einen... die sind aber nicht von hier. Die sind von hier ist ein Kaufland. Hab ich vorher. Chinesen? Such doch mal. Hab ich schon ganz oft. Ich weiß, ich habe einen mitgebracht und du hast ihn verbummelt. Hier ist kein Schnee. Hier ist sowas von der Schneewesen. Ich habe ein Déjà-vu. Ja, ne? So, wir machen hier die Bohnen. Aber so ein Sieb hat er auch nicht, ne? So scheiße. Wir schütten die Scheiße einfach da rein, wie sie da reingehört. Dicke Bohnen hier. Warum brätst du denn nicht erst den Speck an? Verstehe ich auch nicht. Weil der kommt doch jetzt da rein. Nein, der muss doch dunkelbraten. Geschmacksdinger. Ey, jetzt mal ohne Witz. So, ja hier, dann... Dann ist der doch gekocht. Ja, klar. Ja, ist dann so wie gekochter Schinken da drin. Ja, gekochter Schinken, das war gut. Ja gut, komm mal. Vielleicht ist das so. Ich weiß ja nicht, was wir gleich gucken. Vielleicht passiert das. Ich glaube, ich langsam entmündigen lassen. Schön, hier wird das umgerührt. Ich kann mich gar nicht auf die Soße konzentrieren, weil diese Essensvergewaltigung mich echt auf... Ja, aber deswegen schaltet die ja ein, wegen Essensvergewaltigung. Nee, aber doch nicht sofort. Heißt das jetzt mittlerweile so? Ja, was machst du denn? Okay, eine 1
in die Kommentare, wer eigentlich erst den Schinken in die Pfanne machen würde, wie jeder normal. Nur eins, weil, Nee, weil es so ist. Das ist ein bisschen so, als wenn du fragst, ist die Erde flach oder rund. Also. Ja, aber wir haben doch jetzt hier auch schon... Hab ich jetzt eigentlich das Bein hier genommen? Das ist, wann kriege ich eigentlich meinen Sponsorvertrag? Ja, ich habe noch ein Hansa-Shirt von der Graffiti-Crew. Ja. Das können wir mal anziehen. Boah, das macht mich jetzt wirklich seelisch fertig, ne? Da muss ich einiges in Frage stellen und hinterfragen. Das macht mich. Haben wir einfach vergessen. Nee. Ja, das war die falsche Reihenfolge. Oh. Nein, die Reihenfolge habe ich echt vergessen. Ich hatte den Speck unter der Margarine. Na, ja, 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 stimmt. Ich hatte dann schon chronologisch mir zurechtgelegt, also. Aber wir haben es trotzdem. Ja, wir haben es verkackt. Wir. Ja, aber was denn? Wir hätten ja auch drauf achten können, ne? Vorher. Komm, wir machen das hier doch. Aber das muss ja richtig aufkochen, weil diese ganze. Oh, wir haben aber echt so. Was hast du denn jetzt? Ja, wo ist mein Schwingel? Das passiert im Alter. Manchmal fällt er halt ab. Aber ist egal, 3 Sekunden Regel. Diese ganze Flüssigkeit muss da jetzt rausgekocht werden. Ja, die Flüssigkeit, nicht so viel Flüssigkeit. Ja, das dauert immer so lange. Ja, das dauert auf jeden Fall lange. Deswegen sage ich jetzt mal, wir gehen nochmal in die Werbung. Keiner weiß, was kommt. Es kommt bestimmt irgendwas total Abgefahrenes. Was würden Sie sich denn wünschen? Speck, der angebraten ist. Ja, eine Speckwerbung. Ich versuche mal, ob ich was finde. Wenn nicht, dann. Ja, wir gehen jetzt in die Werbung. Tschüss. Was ist denn da drin? Doch, Speck. Edeka, wir lieben Speck. Es läuft wieder. Okay, es läuft wieder. Hallo. Nee, egal. Probier das. Ist das jetzt die Sauze? Ja. Ich brauch schon wieder Handtücher hier, ey. Ja, das Alter, ist Vater. Alter, schön. Und jetzt noch die Zahne rein, ne? Ah, noch ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, aber so ein bisschen. Aber. Oh mein Gott, ist das so gut. Oh, das haben die Leute 82 getrennt? Nein. Werden die Spieße nochmal in die Sotze gelegt? Ja, später. Aber die ist ja gar nicht rot. Ist nicht eigentlich so eine Schaschliksoße immer ja, so? Ja, das habe ich heute noch gesagt. Genau. Im Auto. Normalerweise ist sie so. Tomatenmark muss da bestimmt ja, auch weil die so eher so süßlich ist und sowas, ne? Aber ich mag diese Nein, süßliche aber was habe ich gesagt? Was wird passieren? Irgendjemand wird sich darüber aufregen. Schon wieder. Aber schon wieder. Ich habe nur schon zwei. Wie sieht das? Ist einer von uns. Ja, ich, einer von uns. Nee, das tut mir sehr leid. Ich dachte nur einer von den Zuschauern. Tschüss. Wir müssen ja jetzt hier. Oh, scheiße, die Bohnen hier und alles am Brennen. Schon wieder? Ich würde mal sagen, der DSG moderiert das jetzt gerade. Ja, hier ich, können wir ja sehen. Also, Sie können jetzt sehen, wie die Sotze. Ah, ne, das ist erstmal der Dicke vom Reis. Weil jetzt darf man den Reis nehmen. Der Reis ist nämlich jetzt. Der kann man jetzt einen Würfel rausschneiden. Oh, der Reis ist super. Der nein, der kommt nein, man sieht es ja jetzt. Der Reis ist ja, total genial. Der Reis ist richtig. Nimm nochmal einen Löffel oder deine eine Kelle, damit der Rest da raus. Ja. Hast du schon. Leg sie doch nochmal neben die Küche. Ja, habt ihr nicht gesehen, nein, ich nein, mal runtergefallen. Der Reis ist richtig schön aufgequollen. Ja, guck mal, wie geil die Sotze da blubbert. Immer da Stück für Stück. Ja, guck mal. Hat man das mit dem Mehl gesehen? Ich hab's nämlich jetzt nicht mitbekommen. Oh, das ist was. Das muss auch hier nehmen. Also, wenn das immer so ist, dann rühren wir das hier mal schön so. Das ist zu dünn, nee, die ist gut, oder? Wir können ja hier nochmal gucken. Kann man das sehen? Ach ja, das kann man sehen. Nimmt er mir das schon wieder einfach weg? Bisschen dünn, aber ich find's okay. Ja, ich habe jetzt irgendwie gar nichts gemacht, außer ein Bier getrunken. Ja, mach ein bisschen. Ich hätte nämlich erst den Speck. Ich hätte nämlich erst den Speck reingeschmissen, weißt du? Jeder von uns hätte erst den Speck. Der hätte mir auch keine Margarine gebraucht. Ja, ihr hättet wahrscheinlich. Hättet wahrscheinlich auch den Speck als erstes reingeschmissen. Ja, natürlich. Der Speck zuerst. Ja, weil jetzt hast du keine Raucharomen. Ja, das tut doch der Rauchmelder gut hier in diesem Haus. So. Hast du eigentlich nur einen Rauchmelder? Nee, da dürfen wir gar nicht drüber sprechen, ne? Nee, ich hab mehrere. Im Schrank liegen, im Dunkeln. Oh, jetzt ist gut, guck mal. Oh, ja. Oh, perfekte Soße, meine Damen und Herren. Perfekte Soße, meine Damen und Herren. Das ist eigentlich so eine Schnitzel-Dings auf dem Schnitzel. Und das ist bestimmt geil, oder? Das sieht boah, sollen wir da jetzt noch Pilze reinschnippeln? Nein. Okay. So. Apropos, willst du noch einen Pilz für mich? Nee, du hast nur Export, ne?
Ja, Export. Hier wird Export getrunken, meine Damen und Herren. Ist hier Export? Ist der hier eklig und ist er so gut? Jetzt hat er Zunge gezeigt, hab da gesehen. Boah. Ich lehne mich mal jetzt weit aus dem Fenster, ne? Aber ich würde mal sagen, das ist die beste Soße, die ich in meinem verfickten Leben gegessen habe. Aber kein Scheiß, ehrlich? Ohne Scheiß. Es ist eine Mischung aus pfeffrig, zwiebelig, Schärfe ist da drin, gute Konsistenz. Hast du dir eine gute Hausfrau geangelt? Ja, und nicht nur das. Aber passt das auch zum Schaschlik? Absolut. Pass mal auf. Ja, ich habe gesagt rot, ne? Also Aber ganz ehrlich, ich persönlich finde so richtige diese original Schaschlik ja. Ultra eklig. Ja, das ist genau wie die auch aus den Flaschen. Die ist zu süßlich, ich mag das nicht. Ja. Ich mag das nicht. Ja. Mal, ja. Dann bin ich direkt so sechs, so ich will das nicht essen. Nein. Ja, den Reis müssen wir aber nochmal so 3, 4 bis 5 Minuten. Wird dir vielleicht Zeit für eine französische Werbung jetzt? Ah! Du hast doch Schöfferhofer. Ja, Schöfferhofer. Oh, ja, der ist so schön angeprickelt in die Bauern. Ja, bis gleich. Tschüss. Mach eine Kiste auch woanders. Seit den Ferien ist Mutter echt auf dem Italien-Trip. So, Vino, Pasta. Oh, Sie kochen Italienisch. Casanova. Sie, Nudelauflauf. Ich zeige Ihnen Tomaten. Haben wir schon. Original Italienisch. Haben wir schon. Und Champignons. Haben wir schon. Und Sie, Signorina? Und wir haben auch schon was vor. Klar, Essen mit Lust und Liebe. Pingelingeling, zurück aus der Werbung. Wir haben hier alle schon wieder vorbereitet. Das nächste Bier, weil Kochen und Ping ist ja auch sehr wichtig, ne? Mhm. Ja, ja. Mhm. Mhm. Du bist aber umgeschwenkt auf Schöfferhofer. Auf alkoholfrei. Mhm. Ja, gibt halt auch vernünftige Menschen. Sie selber lachen. Sehen, du hast alkoholfrei, ist ja noch still, ne? Mhm. Ja. Er würde vielleicht auch eins trinken, aber dann... Oh, ist zwar von mir, aber kannst du dir gerne nehmen. Ja, das klar. Also mir schmeckt's. Ja. Den Domino. So, wir sind aber fertig mit unserem ganzen Mahl. Ja, toll. Der Reis und die Bohnen sind schön hier. Sämig, schön, klatschig. Alter. Richtig, Dschungelcamp-Style. Die Soße ist. Oh, die Soße hier. Die Soße wir ist ein Dschungelcamp, Traum. Der Film oder was? Das die so Soße schön. Ist ein Traum. Und jetzt präsentieren wir den ganzen Scheiß. Ja, nochmal so ein bisschen aufwärmen. Wird warm gehalten, ne? Ja, mit dem Fleisch, da waren wir ein bisschen... Willst du etwa kaltes Fleisch? Hier hat er mich drauf, würde ich auch kaltes Fleisch nehmen. Verzweiflungslevel. Alle trinken erst mal. Kennen Leute, die machen das. Wird immer schlimmer. Wir präsentieren uns mal bitte das Essen. Ich spiele übrigens in so einer Band, ich habe das gar nicht erwähnt. Ja. Echt? Wie heißen die denn? Ich hab nicht gespuckt. Ich kann mich ja benehmen. Kaltes Fleisch, das ist ja auch mal ein schöner Song wahrscheinlich. Oh, das wäre doch mal so ein schönes Sommerlied. Ich dachte, ihr habt schon einen Song. Durch Zufall, das wäre noch schöner. Nee, haben wir irgendwie nicht. Nee. Okay. Ja, das wäre doch mal so ein Hit für den Sommer. Auf dem Friedhof schön ausgraben und so. So halten wir uns hier wieder über Scheißdreck. Wir haben ja zugeguckt, irgendwie bei einem Kochvideo. Und so sieht der ganze Kram dann aus, wenn man den hier präsentiert und lecker macht, weil, ihr habt alle die Einstellung ist voll der Gamechanger mit der Kamera, ne, für die nächsten Kochvideos. Das absolut, ist voll cool. Absolut. Ja. Ihr seht, es gibt Weiterentwicklung auf diesem Format. Vielleicht nicht bei uns persönlich, aber außer Speck anbraten halt. Nee, den kocht man einfach mit dem Boah, ohne Witz, wenn das mal passiert, verlasse ich hier die Örtlichkeit. Das war echt, mit dem Speck war ich der Superfail. Das war richtig eklig. Ja, aber wir warten ab, wie es schmecken. Ja, das wird gut schmecken, aber das wird super schmecken. Ja, gut. Also die Soße holt's raus, auf jeden Fall. Die habe ich ja auch gemacht. Und ihr könnt jetzt was richtig. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Ins Essen hauen könnt ihr hier. Abschalten. Dschungelprüfung machen. Lass mal hier abschalten. Nicht, und dann auch da Fahrrad abschalten. Und dann abschalten. Ja, what the fuck?
Da will man zum Metzger gehen und sich das richtig schöne Zeug holen. Ne? Und dann hat der geänderte Öffnungszeiten. Nicht mehr bis 18.30 Uhr, nein, die feinen Herren machen jetzt um 18 Uhr zu. Jetzt stehen wir nämlich da und brauchen noch Schweinenacken. Wo kriegen wir den Schweinenacken her? Können wir beim Rewe versuchen, höchstens. Ja, aber... ja, wir versuchen das einfach. Wir gehen da jetzt rein und dann gucken wir mal, dass wir das kriegen. Ansonsten brauchen wir ja nicht so viel, weil... Sonst machen wir halt Schaschlik ohne Fleisch, geht auch. Nee. Mit Paprika und Pilzen. Nein. Doch. Ja, Plan B, Rewe. Ja. Was haben wir jetzt hier? Minutensteaks genommen hier. Gibt's auch 30% runter. Und für ein so ein Ding, das geht schon irgendwie. Und das ist auch ein Nacken, oder nicht? Ja, Minutensteaks. Ja, eigentlich brauchen wir ja Nacken, aber ich glaube... Ich sehe das an der Form, das war mal ein Nacken so. Ja, dann machen wir das. Wir brauchen noch hier so Speck. Ja. Aber so... aber meinst du nicht, welchen den man auch so richtig schneiden? Ja, da ist so. Da haben wir ohne Ende. Aber dann nimm doch die 2 Euro. Ja, wir machen heute mal auf günstig, ne? Ja, komm. Okay. Ja, eine Packung reicht, ja? Ja, nehmen wir eine Packung Bauchspeck. Okay. Dann brauchen wir jetzt noch Pilze. Und Paprika. Paprika und was noch? Sahne, genau. Ja, genau. Ja. Alles hier oben drin abgespeichert. So, mal hier rein, quick and dirty. Natürlich ist die Kasse wieder total lang, also die Schlange an der Kasse total lang. Würde es in Japan nicht geben, da wird direkt eine andere aufgemacht werden. So, um das auch nochmal betont zu haben. Und ich schätze mal, machen wir hier den Test. Was bezahlen wir jetzt? Wir bezahlen 26,70 Euro. Frau rechnet. 23, okay. Bin ich ja mal gespannt. Wir sehen uns gleich mal an der Kasse und mal schauen, was das hier wieder für ein Elend gibt mit Geld. Sind wir raus. Heute hat die Regina gewonnen, ne? Du hattest irgendwas 23 Euro irgendwas getippt, ne? Mhm. Ich 26, wir sind bei 19 als Euro. Als Hauptgewinn was? Darf ich alles tragen. Ja, 19,25 Euro haben wir ausgegeben.